Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar Die Vorschule – Vorbereitung auf einen erfolgreichen Schulstart. Mein Name ist Stefan Spiel, ich bin Schulberater des Mildenberger Verlags in Hessen und an meiner Seite ist Dagmar Klingner, sie ist ebenfalls Schulberaterin in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ein herzliches Willkommen auch von mir an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, was erwartet Sie heute? Vorab möchten wir mit Ihnen einen kurzen Überblick besprechen, was Sie heute erwartet. Zunächst klären wir mit Ihnen zusammen den Begriff der Vorläuferleistungen oder Vorläuferkenntnisse, Fähigkeiten oder Fertigkeiten, wie sie auch genannt werden, um dann auf einzelne Bereiche näher einzugehen. Dabei werde ich Sie durch den ersten Teil des Seminars begleiten und dann an meine Kollegin Frau Klingner übergeben, die dann den zweiten Teil der Präsentation mit Ihnen durchgeht. Ja, und natürlich möchten wir im Anschluss Ihnen auch einen Überblick über geeignete Materialien aus dem Programm des Mildenberger Verlags geben. Als Vorläuferfertigkeiten werden in der Regel diejenigen Fertigkeiten bezeichnet, die für den Erwerb der wichtigsten Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens von großer Bedeutung sind. Das ist ein Zitat von Markus Hasselhorn. Er ist Bildungsforscher und Professor für Psychologie mit dem Schwerpunkt Bildung und Entwicklung am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt am Main. Und wir finden, er hat den Begriff mit dieser Definition sehr genau getroffen. Ja, versetzen Sie sich einmal kurz zurück in Ihre eigene Kindergartenzeit. Was haben Sie gelernt? Mit was haben Sie sich gerne beschäftigt? Oder was haben Sie gerne gespielt? Wir haben hier einfach einmal ein paar Schlagwörter mitgebracht, wo Sie sich vielleicht wiederfinden. Ja, und viele oder gar die meisten der genannten Tätigkeiten sind dabei, auf die Vorläuferfähigkeiten bezogen, nicht eindeutig zuzuordnen, da für einzelne Übungen immer mehrere Vorläuferfähigkeiten von den Kindern benötigt werden. Wenn wir uns ein Beispiel ansehen, sagen wir, das Ausmalen von Bildern, benötigen die Kinder dafür die optische Wahrnehmung, vielleicht schon eine gut entwickelte Mal- oder Schreibhand. Eine gute Hand-Auge-Koordination ist natürlich hilfreich und grafomotorische Fähigkeiten werden ebenfalls benötigt. Wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel mit Bauklötzen bauen, auch hierfür brauchen wir motorische Fähigkeiten, eine gute optische Wahrnehmung und dann aber auch das logische Denken. Das werden wir uns später nochmal genauer anschauen. Ja, und was die Kinder bis zur Einschulung erlernt haben sollen, ist eine ganze Menge. Ich zeige Ihnen hier jetzt einfach mal, was ich so alles finden konnte, was in den verschiedensten Schulvorbereitungstests von den Kindern verlangt wird. Ja, und was ist die Basis dieses Lernens? Alles, was wir lernen wollen, müssen wir erst einmal wahrnehmen. Wahrnehmung ist also die Grundvoraussetzung, um erfolgreich lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Dass Kinder anders wahrnehmen als Erwachsene, wird allein durch einen anderen Blickwinkel aufgrund der Körpergröße der Kinder bedingt. Hinzu kommen Faktoren wie gemachte Erfahrungen, sei es aus dem Kindergarten, aus dem Elternhaus oder beim Spielen mit Freunden, und natürlich die Interessen der Kinder. Denn ein Kind, was sich vielleicht für Tiere interessiert, wird mit viel mehr Begeisterung eine Aufgabe, in der Tiere vorkommen, bearbeiten, als wenn da vielleicht dann Autos zu finden sind.
Ja, natürlich wollen wir die Kinder da abholen, wo sie sind und sie nicht zu sehr über- oder unterfordern. Dass sich unsere jeweilige Wahrnehmung darin unterscheidet, für was wir uns interessieren, möchten wir mit Ihnen anhand dieser Übung zur optischen Wahrnehmung einmal austesten. Es gilt, 7 Unterschiede zwischen den beiden Bildern zu entdecken. Bitte merken Sie sich einfach für sich mal den ersten Unterschied, den Sie gefunden haben. Und die Rückmeldung aus unseren Live-Seminaren hat dabei gezeigt, dass die Suche nach den Unterschieden ganz verschieden angegangen wird. Ein Hundefreund schaut vielleicht zuerst auf die Hunde, andere betrachten zuerst die Umgebung oder konzentrieren sich erstmal auf die Kinder. Ich persönlich habe sehr lange gebraucht, um die Hundehütte, die in der Mitte des Bildes zu finden ist, zu entdecken. Hier habe ich natürlich auch die Auflösung für Sie. In die Vorläuferfähigkeiten der optischen Wahrnehmung fallen verschiedene Aspekte. Sei es die Figurgrundwahrnehmung, die Orientierung im Raum oder das Erkennen von Farben und Mustern. Kinder mit einer geringen Formkonstanz können ähnliche Formen kaum unterscheiden. Das kennen Sie dann vielleicht, wenn Kinder das kleine b und das kleine d vertauschen oder beim Rechnen Probleme haben, die 6 und die 9 zu unterscheiden. Dafür können Kinder mit einer geschulten visuellen Differenzierung recht schnell in dieser kleinen Aufgabenstellung hier, also im Kasten, ist die Vorgabe. Und es soll die entsprechende Maus aus der Auswahl zu finden, gefunden werden. Ja, und Kinder, die visuelle Differenzierung schon kennengelernt haben, die da schon ein bisschen geschult sind, die finden ganz leicht heraus, dass es die dritte Maus in der Reihe ist. Unsere visuelle Wahrnehmung bleibt konstant, auch wenn sich Abbildungen von Objekten für unsere Augen verändern. So können Kinder mit etwas Übung die Schattenbilder den entsprechenden Lokomotiven zuordnen. Zur Schulung der visuellen Formkonstanz eignen sich die verschiedensten Übungen. Im linken Beispiel sehen Sie eingepackte Geburtstagsgeschenke. Was mag da wohl drin sein? Obwohl die Umrisse undeutlich daherkommen, lässt sich erahnen, was sich in welchem Päckchen versteckt. Das ist auch eine schöne Spielidee für die Kinder. Lassen Sie die Kinder verschiedene Spielsachen selbst verpacken. Und von den anderen Kindern herausbekommen, was sich in den jeweiligen Packungen versteckt. Damit schulen die Kinder dann auch nochmal ihre Motorik und das logische Denken. Ja, und auch wenn sich die Größe oder die Form verändert, es aber Anhaltspunkte, wie zum Beispiel Dreiecken gibt, wie hier in unserem Beispiel auf der rechten Seite zu sehen ist, ist es für die Kinder leicht zu erkennen, welche Formen zueinander gehören. Ja, und mit etwas Übung wird so eine Basis für das künftige Lesen und Schreiben geschaffen. Zur Schulung des Erkennens von Farben und Mustern eignen sich ebenfalls viele Übungsformate. Ob es darum geht, gleiche Muster zuzuordnen oder etwas schwieriger, ein Muster zu erkennen und weiterzuführen. Sehr geeignet ist dafür auch das Auffädeln von Perlen. So wird das eigene Tun mit dem Erlernten verknüpft und dieses gefestigt.
Die Feinmotorik wird trainiert und der Pinzettengriff geübt. Ja, und das schöne Plus für die Kinder, sie haben anschließend eine Kette oder ein Armband. Auf dieser Seite aus dem Max-Murmel-Heft zur Schulung der Orientierung im Raum sollen die Kinder beschreiben, wo sich die einzelnen Mäuschen befinden. So können Lagebezeichnungen wie in, auf, unter, neben, über, aber auch rechts und links ganz spielerisch eingeübt werden. Ich habe Ihnen dazu mal eine Spielidee mitgebracht, bei der jedes Kind das Lieblingsspielzeug mit in den Gruppenraum im Kindergarten oder ins Klassenzimmer bringen darf und das Spielzeug irgendwo im Raum platziert. Dann kommen die Kinder zusammen und beschreiben sich gegenseitig das mitgebrachte Lieblingsspielzeug, aber ohne zu sagen, was für ein Spielzeug das ist, sondern die anderen Kinder sollen einfach anhand der Lagebezeichnungen herausfinden, welches Spielzeug das Lieblingsspielzeug des gerade erzählenden Kindes ist. Ja, mein Lieblingsspielzeug sitzt auf dem Drucker und ist ein kleines Häschen. Das können Sie natürlich auch beliebig erweitern. Das lässt sich auch schön mal im Freien ausprobieren, auf dem Spielplatz oder bei einem Spaziergang. Im Umgang mit Sprache gibt es für die Kinder auch einiges zu lernen. Zur Sprachförderung gehören die grammatische Kompetenz, also zum Beispiel die Wortschatzerweiterung und die Entwicklung der Satzbildungsfähigkeit, und die kommunikative Kompetenz, also der sinnvolle Einsatz der Sprache. Der wichtigste Teilbereich der phonologischen Informationsverarbeitung ist dabei die phonologische Bewusstheit, die die Grundlage für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb darstellt. Unseren Sprechrhythmus, den Trocheus, also erste Silbe betont, zweite unbetont, lernen die Kinder schon sehr früh kennen. Die Fähigkeit bei der Aufnahme, der Verarbeitung, dem Abruf und der Speicherung von sprachlichen Informationen, Wissen über die lautliche Struktur der Sprache heranzuziehen, erlernen sie erst im Laufe der Jahre. Dabei wird unterschieden zwischen der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne, zum Beispiel dem Erkennen von Reimen und dem silbierten Sprechen, was im Kindergarten schon sehr schön geübt werden kann, und der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne, das ist dann die Analyse der Lautstruktur, was dann eher in den schulischen Bereich gehört. Ja, das Sprachbewusstsein von Kindern lässt sich auch wieder sehr spielerisch und ganz unbemerkt trainieren. Das funktioniert durch Singen und Musizieren, Rhythmik- und Bewegungsspiele. Oder wie hier in unserem Beispiel, hier soll für jede Silbe, die es bei dem Tiernamen zu klatschen gibt, ein Handpaar eingekreist werden. Und das ist auch eine schöne Übung, um das Sprachbewusstsein noch einmal ein bisschen zu schulen. Was eine schöne Variante ist zur Schulung des Sprachbewusstseins, sind auch Übungen zum bewussten Zu- und Hinhören. Lesen Sie den Kindern vor und sprechen Sie anschließend darüber oder unternehmen Sie mit den Kindern mal einen Horchspaziergang. Ja, was stellt man sich unter einem Horchspaziergang vor? Sie gehen am besten mit einer nicht zu großen Gruppe von Kindern ganz leise durch den Kindergarten oder durch die Schule, in der gerade unterrichtet wird, und sind alle ganz still und hören ganz bewusst hin, was es alles zu entdecken gibt.
Das kann sein, dass Sie am Sekretariat der Schule vorbeikommen, und dort wird gerade telefoniert oder man hört die Tastatur des Rechners, weil gerade eine E-Mail geschrieben wird. Oder im Kindergarten kommt man an einem anderen Gruppenraum vorbei, in dem vielleicht gerade gesungen wird. Oder man hört zwei Kinder streiten und so weiter. Und dabei, bei diesen kleinen Spaziergängen, soll die Aufmerksamkeit der Kinder ganz bewusst auf Geräusche, Stimmen und Töne fokussiert. Ja, und es braucht immer andere Menschen, die zuhören und antworten, da Sprache in erster Linie eine soziale Funktion hat. Um sich im Sprechen zu üben, brauchen Kinder Reaktionen, Bestätigung, Anerkennung und Anregung. Zum Beispiel, da hast du aber eine tolle Geschichte erzählt, wie könnte die denn weitergehen? Beim dialogischen Vorlesen steht im Gegensatz zum klassischen Vorlesen das Gespräch im Vordergrund. Es wird von dem oder der Vorlesenden initiiert und gelenkt. Es werden zum Beispiel Rückfragen auf die Handlung formuliert oder weitergehende Impulse gegeben. So werden die Zuhörenden aktiv am Geschehen beteiligt, das Vorwissen der Kinder wird aktiviert und mit einbezogen. Dadurch wird die Motivation zuzuhören und beim Erzählen mitzuwirken erhöht und die Freude am Sprechen geweckt. Und geben Sie auch da den Kindern immer wieder durch Unterbrechungen der Geschichte die Gelegenheit, Fragen zu stellen, das gehört dazu, zu kommentieren oder einfach ins Gespräch zu kommen. Und durch Erlebnisse erweitern Kinder ganz automatisch ihren Wortschatz. Diese Erlebniserweiterungen können sie auch gezielt dazu nutzen. Ich habe hier einfach mal drei Beispiele für Sie, jeweils mit einer kleinen Liste an neuen Worten für die Kinder. So kann der Ausflug auf den Bauernhof mit den Kindern vorab besprochen werden. Was kennt ihr denn alles schon für Wörter, vielleicht Tiere oder Geräte oder Gebäude, die auf dem Bauernhof zu finden sind? Und da werden wahrscheinlich auch schon die Kinder mit verschiedenen Erfahrungen dabei sein, die dann den anderen Kindern vielleicht schon erzählen können, was ein Silo ist. Ja, und dann natürlich auch während des Ausflugs immer wieder neue Begriffe klären und im Nachgang kann man dann auch wieder mit den Kindern darüber sprechen, was sie alles Neues erfahren haben. Möglich sind natürlich auch ein Besuch der Feuerwehr, ein Zoo-Ausflug oder man untersucht einfach mal mit den Kindern zusammen das eigene Auto und klärt Begriffe wie das Gaspedal oder den Schaltknüppel. An Regentagen können Sie das Ganze vielleicht dann auch einfach mit entsprechenden Spielsachen nachbauen, um trotzdem diese Erfahrung und Wortschatzerweiterung mit den Kindern zu erarbeiten. Bei dieser Übung aus dem kleinen Übungsheft Deutsch gilt es, Reime zu finden. Hier empfiehlt es sich, die Wörter vorab mit den Kindern zu besprechen, weil nicht jeder in der Abbildung unten vielleicht gleich den benötigten Strauch erkennt. Das könnte ja schließlich auch ein Baum oder ein Busch sein. Und das Sprachbewusstsein von Kindern ist nicht immer so geschult, dass Reime phonologisch erfasst werden können. Und so würde vielleicht das ein oder andere Kind auf der Frage nach einem Reim sagen: Bauch und Beine gehören zusammen, das sind ja beides Körperteile.
Richtig ist es dann aber so, wenn wir die Übung nach der Suche der Reimwörter richtig bearbeiten wollen, die Tonne und die Sonne, der Bauch und der Strauch und die Schweine und die Beine. Die wiederholte Frage nach dem Warum von Kindergartenkindern kennen wir alle. Dem Wissensdurst der Kinder scheint hier einfach keine Grenze gesetzt zu sein. Ganz unbemerkt schulen sie damit aber auch das logische Denken. Dass das Haus, in dem die Familie wohnt, trotz gleich großer Abbildung größer sein muss als die Hütte, in der der Hund zu Hause ist, muss von den Kindern erst einmal logisch erfasst werden. In vielen Aufgabenformaten zum logischen Denken sollen Kinder entscheiden, welcher Gegenstand nicht in eine Reihe oder Gruppe von Gegenständen passt. Hier habe ich Ihnen dazu mal zwei Beispielseiten mitgebracht. Hören Sie sich aber auch immer die Begründung der Kinder dazu an, denn eine vermeintlich falsche Auswahl kann mit der entsprechenden Argumentation des Kindes einen logischen Hintergrund haben. Einfach mal als Idee, wir nehmen hier oben die Reihe mit den Früchten und der Pizza, die ja hier schon durchgestrichen ist, weil sie nicht unter den Überbegriff Obst fällt. Aber vielleicht hat ein Kind eine Allergie gegen die Erdbeere und isst alle anderen Sachen sehr gerne. Dann hat das für das Kind natürlich auch wieder einen logischen Hintergrund. Auch diese Aufgaben lassen sich hervorragend aus den Heften herausholen. Füllen Sie kleine Körbchen oder Schuhkartons oder lassen Sie die Kinder diese selbst befüllen als Aufgabe für die anderen Kinder. Ab etwa 5 Jahren können Kinder die Lösung einer Aufgabe mehr und mehr durchdenken, ohne sie konkret ausprobieren zu müssen. Allerdings lernen sie auch jetzt immer noch am besten durch Erfahrung und eigenes Tun. Also hier in dieser Aufgabenstellung sollen die Kinder entscheiden, welches kleine Bauwerk aus Bauklötzen in der Realität so nachbaubar ist. Und dann entsprechend den lächelnden oder den grimmig schauenden Smiley ausmalen. Und für uns hat das die kleine Nele einmal mit ihren Bauklötzen ausprobiert und hat dabei schnell bemerkt, dass manche Konstruktionen nur im Liegen umsetzbar waren. Auch die Zahlen und das Zählen sind wichtige Voraussetzungen für das erfolgreiche Erlernen der Mathematik. Die meisten Kinder entwickeln schon vor Schulbeginn ein Interesse für Zahlen und sind stolz, wenn sie schon ein paar Ziffern schreiben können. Nebenbei wird die Feinmotorik für das Erlernen unserer Schrift trainiert. Zahlen gibt es für die Kinder überall zu entdecken. Auf dem Weg in die Kita, zur Schule, beim Bummeln in der Stadt oder auch immer gerade da, wo sie sich gerade befinden mit den Kindern, im Gruppen- oder Klassenzimmer. Es gibt nicht nur die geschriebenen Zahlen, also die Ziffern, sondern für die Kinder ist ja auch das Zählen immer so eine spannende Angelegenheit. Und so kann man vielleicht bei einem Spaziergang die Kinder auch mal darauf aufmerksam machen, dass man bei einem Haus die vorhandenen Fenster zählen kann oder ganz viele verschiedene andere Möglichkeiten anbieten, immer wieder sich mit Zahlen und Ziffern zu beschäftigen. Ja, und eine Menge zu erfassen ist dann schon eine schwierigere Angelegenheit, wie hier in einer Aufgabenstellung, einer 1:1-Zuordnung aus dem kleinen Übungsheft Mathematik.
Auch wir Erwachsenen brauchen einen kleinen Moment, um herauszufinden, ob es für jedes Kind ein Eis gibt. Haben Sie es entdeckt? Richtig, es bleibt ein Eis übrig. Das können Sie sich schmecken lassen. Oder wir nutzen es als Überleitung zum Eisprinzip oder besser EIS-Prinzip nach Jérôme Bruner. Nach ihm können mathematische Sachverhalte auf drei verschiedene Arten dargestellt werden. N-aktiv, das heißt handelnd, was hier durch die kleinen Spielfiguren dargestellt wird. Ikonisch, das können wie hier im Beispiel die Seiten eines Würfels sein, das können aber auch Strichlisten sein oder ähnliches. Und dann die symbolische Ebene, das sind die Ziffern, die gesprochen oder geschrieben präsentiert werden. Den Transfer zwischen den drei Repräsentationsmodi gilt es für die Kinder zu erlernen und unterstützt dann natürlich auch massiv in der Folge das mathematische Lernen. Ja, auf die inaktive Ebene möchte ich noch mal ein bisschen genauer eingehen, denn in der inaktiven Darstellungsform wird der Sachverhalt durch eigenständig ausgeführte Handlungen erfasst. Sie kennen das vielleicht, wenn Kinder einfach eine Zahlenreihe gelernt haben und dann unabhängig von den Dingen, die es zu zählen gibt, diese Reihe herunterrasseln. Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ohne dass das entsprechend mit der gezählten Anzahl übereinstimmt. Deswegen ist ganz arg wichtig, dass die Kinder wirklich gleichzeitig verschieben und das jeweilige Zahlwort nennen, so verankert sich der Zahlenbegriff wesentlich besser. Diese 1:1 Zuordnung unterstützt dann auch das Erlernen der Mathematik. Ja, und einfache Übungen können mit ganz wenig Material umgesetzt werden. Ich habe Ihnen hier eine Aufgabenstellung zur Seriation aus unserer Max-Murmel-Vorschulkiste mitgebracht. Also im oberen Bereich haben wir die Aufgabe und es soll das passende Plättchen gefunden werden, was in die Reihe gehört. Das können Sie auch nutzen, um nochmal mit dem Kind auch Themen wie die räumliche Wahrnehmung zu schulen. Dann soll das Kind nicht einfach nur das entsprechende Plättchen finden. Sie haben es wahrscheinlich entdeckt, es ist das unten in der Mitte mit den vier Murmeltieren, sondern kann, bevor das Plättchen dann oben in die Reihe gelegt wird, dieses Plättchen dann auch nochmal beschreiben. Es befindet sich ein Murmeltier oben links, eins unten links, eins oben rechts und eins in der Mitte. Ja, und so lassen sich dann mit den wenigen Materialien der Vorschulkiste, die wir Ihnen dann später nochmal kurz vorstellen, darin befinden sich Kärtchen, Steckwürfel, Plättchen und so weiter, 41 Spiele auf ganz unterschiedlichen Niveaustufen und Umfängen umsetzen. Ja, und ich bedanke mich bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit. Ich beende nun meine Freigabe und übergebe an meine Kollegin Frau Klingner, die Sie durch den zweiten Teil des Seminars führen wird. So, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich begrüße nochmal alle, die neu hinzugekommen sind. Schön, dass Sie uns jetzt durch den zweiten Teil noch mit begleiten. Ich gebe nochmal meine Präsentation frei. Und hoffe, es ist alles gut zu sehen, Stefan. Wunderbar. Super. So, dann begrüße ich Sie zum zweiten Teil des Seminars.
Sehr schön, dass Sie dem Thema Vorschule Ihre Aufmerksamkeit schenken. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, um den Kindern den Schulstart doch zu erleichtern. Ich möchte Ihnen nun, wie von Herrn Spiel schon angekündigt, den zweiten Teil des Seminars, im zweiten Teil des Seminars einige Themen zu den Schwerpunkten Seitigkeit, Auge-Hand-Koordination, Konzentration, Mal- und Schreibhand und Graphomotorik geben. Das sind alles Vorläuferleistungen, die für den Bereich Lesen und Schreiben lernen absolut elementar sind. Ich beginne den zweiten Teil nun mit dem Thema Konzentration. Die Konzentration, ja, wie kann man Konzentration definieren? Kleinen Moment, das war's. So, jetzt haben wir es. Konzentration ist die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit oder das Erreichen eines kurzfristig erreichbaren Ziels oder das Lösen einer gestellten Aufgabe. So wird in der Psychologie dieser Begriff definiert. Was aber heißt Konzentration nun direkt beim Lernen? Unter Konzentration wird beim Lernen die bewusste Fokussierung der eigenen Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit verstanden. Dabei soll das Aufmerksamkeitsniveau für eine möglichst lange Zeit aufrechterhalten werden. Da Konzentration aber geistig für die Kinder anstrengend ist, lässt das Niveau dann mit der Zeit doch etwas nach. Das Fazit ist, ein starker Fokus auf eine Sache. Das Kind kann Störquellen ausblenden und lässt sich nicht ablenken, löst dann also die gestellte Aufgabe. So, schauen wir uns nochmal die Konzentration etwas genauer an. Viele Kinder schaffen es im Kindergartenalter nicht, sich auch nur teilweise kurzfristig auf etwas zu konzentrieren. Woran liegt das? Das kann verschiedene Ursachen haben. Also das kann einmal an der Ablenkung liegen. Man sollte den Kindern, wenn man dann eine Aufgabe erteilt, zum Beispiel auch das Fernsehgerät ausschalten und alle Störquellen entfernen, also eine ruhige Atmosphäre schaffen. Das wäre schon mal eine Möglichkeit. Schlafmangel ist auch ein, wie man so schön sagt, Konzentrationskiller. Die Kinder in diesem Alter brauchen, das weiß man aus wissenschaftlichen Forschungen und Erkenntnissen, circa 9 bis 11 Stunden Schlaf, damit sie das am Tag Gelernte im Langzeitgedächtnis abspeichern können, um wieder Platz für neues Wissen, was sie dann am nächsten Tag lernen, zu schaffen. Auch ganz wichtig für die Konzentration, das ist vielen Eltern sicherlich auch gar nicht so wirklich bewusst, ist eine gute Ernährung. Dazu zählt zum Beispiel auch ausreichendes Trinken, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, das kann Tee sein, das sollte nicht unbedingt diese Süßgetränke sein, sondern einfache Sachen, so Tee, auch gern mal Wasser, wenn es die Kinder annehmen. Auf keinen Fall zu viel Süßigkeiten, die heben nur kurzfristig den Blutzuckerspiegel, der dann aber ganz schnell wieder absinkt und mit der Folge, dass die Kinder müde werden und eben die Konzentrationsschwäche dann einsetzt. Aber auch andere Gründe spielen hier mit hinein, wie zum Beispiel Themen, die das Kind nicht interessieren, wo auch kein Vorwissen dazu vorhanden ist. Da tun sich die Kinder dann auch meist schwer mit der Konzentration. Also wir fassen nochmal zusammen. Eine gut entwickelte Konzentration ist essentiell beim Lernen. Ab einem Alter von 5 bis 7 Jahren können sich die Kinder circa 15 Minuten konzentrieren. Das kann man natürlich langsam steigern, sollte man auch langsam steigern, die Konzentration. Und Übungen, die Kinder begeistern und ihren Wissensdurst stillen und fördern. So, die Frage steht auch, was wirkt sich denn positiv auf die Konzentration aus? Positiv auf Konzentration wirkt sich auf jeden Fall auch ausreichende Bewegung der Kinder aus, also Bewegungsspiele, sportliche Betätigung, das Toben an der frischen Luft, wie man so schön sagt,
Das wirkt sich sehr positiv auch aus, diese ausreichende Bewegung, also und auch zuhören lassen. Das ist auch ganz wichtig, dass die Kinder lernen, zuzuhören. Eine ausgewogene Ernährung und der Aufenthalt in der Natur und an der frischen Luft, also auch Spaziergänge, wirken sich sehr positiv aus. So, ich wollte noch mal auf die ausgewogene Ernährung und auf die frische Luft eingehen. Es gibt spezielle Nahrungsmittel, die die Konzentration bei Kindern fördern. Das weiß man aus der Wissenschaft. Man sollte auf frische, vitaminreiche Nahrungsmittel achten. Es gibt da fünf Lebensmittel, die sich nachweislich sehr positiv auf die Gehirnleistung und Gehirnentwicklung auswirken. Das sind zum Beispiel Beeren. Sie enthalten sehr viel Vitamine. Walnüsse, auch sie enthalten Vitamine, aber auch zusätzlich noch Spurenelemente sowie Omega-3-Fettsäuren. Haferflocken, kann man den Kindern auch Müsli anbieten, selbstgemacht, enthalten viel Eiweiß. Kichererbsen, sie enthalten Kalzium und Eisen, aber eben auch ungesättigte Fettsäuren. Dennoch sollte man bei dem Verzehr von Kichererbsen wissen, Kichererbsen sollten nur gekocht verwendet werden. Sie enthalten den Giftstoff Casein, der aber auch beim Kochen zerstört wird. Viel trinken, wie schon gesagt, hier am besten Wasser oder Tee. Fertiglebensmittel, sie sind nicht zu empfehlen, da sie viel Salz und wenig Jod enthalten. Das Gehirn, das weiß man, braucht auch Jod, um sich zu entwickeln. Spaziergänge im Freien, wie gesagt, um auch die Kinder mal auf andere Dinge zu lenken, das Gehirn wieder etwas zu entlasten. Das Gehirn wird dann besser mit Sauerstoff versorgt und kann dadurch auch mehr Sinnesreize wieder aufnehmen. Hier haben wir mal ein Bewegungsspiel für die Konzentration, was man nutzen kann. Das ist die Übung, die heißt Statue-Übung. Läuft eigentlich nur ganz einfach so ab, dass sie Musik laufen lassen, zu der sich die Kinder bewegen oder auch toben können. Immer wenn die Musik stoppt, sollten sich die Kinder dann ganz still verhalten, also still stehen bleiben und sich nicht mehr bewegen. Probieren Sie es einfach mal aus. Ich darf Ihnen sagen, das macht den Kindern sehr, sehr viel Spaß, weil sie natürlich auch darauf achten, wem das gelingt und wem es weniger gelingt. So, Konzentration heißt ja auch zuhören lernen. Hier geht es darum, zum Beispiel Fehler zu erkennen. Die Kinder hören gut zu, während sie ihnen eine Geschichte erzählen. Geben Sie den Kindern vor Beginn der Geschichte die Aufgabe, genau darauf zu achten, ob ihnen in der Geschichte auch alles logisch erscheint. Die Kinder haben dann die Aufgabe, ganz aufmerksam zu sein und möglichst viele Fehler zu erkennen. Wenn ein Kind einen Fehler bemerkt, dann darf es auch laut Stopp rufen. Und für jeden Fehler, den ein Kind entdeckt, erhält es dann einen Punkt. Wer die meisten Punkte hat, konnte sich halt gut konzentrieren, ist also quasi der Sieger. Man kann aber auch das Ganze anders laufen lassen, zum Beispiel das Wörterzählen einbauen. Erzählen Sie den Kindern eine Geschichte und fordern Sie vorher auf, darauf zu achten, wie häufig bestimmte Wörter, wie zum Beispiel und oder aber, darin vorkommen. Das fördert auch die Merkfähigkeit und die Konzentration ganz enorm. Die Geschichte sollte natürlich zu Beginn, wenn Sie dieses Spiel die ersten Male durchführen, relativ kurz sein, dass die Kinder nicht so sehr überfordert sind. Aber das kann man dann auch mit der Zeit etwas verlängern und ausbauen. So, Fingerspiele im Kindergarten fördern natürlich auch die Feinmotorik der Kinder. Auch das gehört mit zur Konzentration. Durch das Bewegen der Finger und der Hände werden die Handmuskeln gestärkt und auch die Gelenkigkeit der Finger und der Hände gefördert. Das hilft den Kindern dann später beim Schreiben, beim Zeichnen und auch bei anderen Tätigkeiten. Bei diesem Spiel hier sollte ein Stuhlkreis gebildet werden. Dann ist es jedem Kind möglich, sich die von ihm vorgezeigten Bewegungen zum gesprochenen Text gut zu erkennen und sofort mitzumachen.
Also hier haben wir zum Beispiel mal oben den ersten Part. Alle meine Fingerlein wollen heute einmal wilde Piraten sein. Die Bewegung dazu wäre, dass die rechte Hand nach oben gestreckt wird und mit den Fingern dabei gewackelt wird. Auch das sind Spiele, die den Kindern Spaß machen, weil sie auch immer schauen, wie gelingt das meinem Freund, meiner Freundin, wie gelingt es den anderen Kindern. So, hier sehen Sie ein Arbeitsblatt aus dem Max-Murmel-Heft zum Thema Konzentration. Entschuldigung, aus dem Vorschulblock Max-Murmel. Aus dem Vorschulblock Nummer 1. Es gibt ja drei. Kommen wir da noch drauf? Das Thema, um das es hier geht, ist das Plätzchenbacken. Die Kinder sollen sich die vier Bilder ganz genau anschauen und dabei herausfinden, wie denn die richtige Reihenfolge beim Plätzchenbacken ausschaut, wie die Arbeitsschritte ablaufen. Sie müssen sich dabei konzentrieren, mit welchem Arbeitsgang das Plätzchenbacken denn eigentlich beginnt und in welcher Reihenfolge es dann fortgesetzt wird. In den weißen Kästchen oben links im Bild sollen die Kinder mittels Punkten die Reihenfolge dann einzeichnen. Also Punkt 1 ist der erste Arbeitsschritt und so weiter. Hierbei müssen Sie sich konzentrieren und überlegen, wie denn die Arbeitsgänge tatsächlich ablaufen. Vielleicht haben Sie mit den Eltern schon mal, mit Ihrer Mutti schon mal Plätzchen gebacken. Dann ist es Ihnen sicherlich geläufig, aber Sie müssen trotzdem sehr überlegen, wie sind wir denn vorgegangen? Was haben wir denn zuerst gemacht? Wie geht es dann weiter? So wäre dann die Auflösung beim Plätzchenbacken-Arbeitsblatt. So, und dann haben wir noch ein weiteres Arbeitsblatt, bei dem die Kinder schon Zahlen und Buchstaben unterscheiden sollen. Und auch dabei müssen sie sich konzentrieren. Und wie so oft werden hier auch noch andere Vorläuferleistungen mit angesprochen, wie auch die optische Wahrnehmung oder auch die Graphomotorik. Auf der linken Seite sollen nun die Zahlen ausgemalt werden. Hierbei kann man schon einmal testen, ob die Kinder Zahlen und Buchstaben unterscheiden können. Und auch hier wäre noch einmal die Auflösung zu diesem Arbeitsblatt. So, die Piktogramme. Sie haben vielleicht schon bei dem einen oder anderen Arbeitsblatt jetzt bemerkt, wir haben immer diese Symbole, diese Piktogramme mit oben links oder oben rechts eingebaut. Was bedeuten denn die Piktogramme nun in unserem Max-Murmel-Übungsheft und auch in den Vorschulblöcken? Die kleinen Bildchen am oberen Rand eines jeden Arbeitsblattes geben den Erwachsenen einerseits den Hinweis, welche Tätigkeiten durchzuführen sind. Andererseits zeigen sie aber auch, welche Materialien benötigt werden und bereitgelegt werden müssen. Wenn die Bedeutung der Piktogramme mit den Kindern besprochen wird, wissen diese eigentlich sehr schnell, was bei dem jeweiligen Arbeitsblatt zu tun ist. Also das Ohr heißt genau hinhören, das Auge heißt genau hinsehen. Also es geht wirklich aus der Abbildung hervor. So kann man den Kindern auch mal ein Arbeitsblatt an die Hand geben, wo man nicht dabei bleiben muss. Und sie wissen trotzdem, was sie zu tun haben. So, kommen wir nun zu einem Thema, was ebenfalls zu den Vorläuferleistungen gehört. Es ist die Seitigkeit. In unserem Kulturkreis ist die Lese- und Schreibrichtung von links nach rechts. Das ist nicht in allen Kulturkreisen der Fall, das wissen wir, aber bei uns ist es halt von links nach rechts und auch das müssen Kinder erst einmal erlernen. Sie sehen hier eine Abbildung, die von den Menschen oder von den Kindern ganz verschieden gesehen wird oder gesehen werden kann. Der eine sieht in dem Bild eine Ente. Das sind Menschen mit einer rechtsäugigen Dominanz. Der andere hingegen sieht in dem Bild einen Hasen. Das sind dann diejenigen, die eine linksäugige Dominanz aufweisen. Also bei Rechtshändern gibt es in der Regel keine Probleme. Bei Linkshändern dagegen können schon Probleme in der Reihung von Buchstaben oder Zahlen auftreten. So wird zum Beispiel aus dem Wort Salami dann schnell mal Salmani oder bei den Zahlen aus der 15 die 51. Wir fassen noch einmal zusammen. Wer linksäugig dominant ist, sieht in dem Bild einen Hasen
und Menschen mit einer rechtsirgischen Dominanz sehen dagegen ein Ende. Man weiß aus Wissenschaft und Forschung, dass ca. 10 bis 15% der Menschen linkshändig sind. So, wir fassen noch mal die Seitigkeit zusammen. Einen kleinen Moment. Nein. So. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine geklärte Seitigkeit oder Händigkeit in Verbindung mit einer guten Koordination von Bewegung und Silbensprechen der Schlüssel für flüssiges Lesen und Schreiben aller Kinder ist. Das wäre jetzt mal die Zusammenfassung zur Seitigkeit. Das Wahrnehmungsfenster der meisten sechsjährigen Erstlesekinder ist die Sprechsilbe und nicht der einzelne Laut oder Buchstabe. Das kann eben zum Beispiel das Wort Salami silbiert gesprochen und synchron geklatscht werden. Ist ein Schreibfehler ausgeschlossen? Zumal, wenn die Silben beim Lesen oder Schreiben im Anfangsunterricht automatisiert fest geübt und verankert wurden. Hier sehen wir mal einige Beispielseiten aus unserem kleinen Übungsheft Vorschule Deutsch. Hier geht es darum, dass die Kinder falsche Abbildungen durchstreichen sollen. Die richtige Lösung oder die Vorgabe befindet sich oben im Kästchen links. Die Boote fahren also zum Beispiel alle nach rechts. Und nun sollen die Kinder herausfinden und die Boote durchstreichen, die in die falsche Richtung fahren. Das Gleiche gilt also auch für die anderen Bildereien und anderen Arbeitsblätter, die Sie jetzt hier abgebildet sehen. Das ist mal eine spezielle Übung zur Seitigkeit. Ja, kommen wir nun zur Ermittlung der Mal- und Schreibhand. Es ist eigentlich ganz normal, dass die Kinder im Vorschulalter noch die Hand gern einmal wechseln, also noch nicht festgelegt sind. Deshalb ist es ja wichtig, das Händigkeitsprofil festzustellen. Ja, wie macht man das? Wie stellt man das fest? Hier gibt es verschiedene Testmöglichkeiten, die sich aber auch im Alltag schnell einmal einbauen lassen. Sie werden es gleich hören. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das Klatschen in die Hände. Üblicherweise klatschen die Linkshänder mit der linken Hand auf die ruhende rechte Hand. Bei Rechtshändern ist es genau umgekehrt. Daran kann man schon mal die Mal- und Schreibhand ein bisschen herausfiltern. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel den Greiftest. Da werden beim Greiftest einfach nur mal einige Stifte zum Beispiel dem Kind entgegengehalten und man schaut dann, mit welcher Hand das Kind nach den Stiften greift. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel der Dominanztest. Hierbei schaut man dem Kind beim Nachspuren zum Beispiel über die Schulter und kann erkennen, welche Hand benutzt das Kind selbstständig. Eine weitere Variante ist dann der Punktiertest. Hierbei werden zwei gleiche Gegenstände mit Punkten so umrissen, einmal mit der rechten Hand und einmal mit der linken Hand. Und danach werden dann die Abbildungen in Qualität und Fehlerquote verglichen. Da sieht man dann schon den Unterschied. Ja, und eine weitere letzte Möglichkeit ist zum Beispiel der Handpräferenztest. Da kann man den Kind bei alltäglichen Tätigkeiten wie zum Beispiel dem Zähneputzen oder wenn die Kinder das Telefon in die Hand nehmen und zum Ohr führen, mal über die Schulter schauen. Und dann einfach sehen, mit welcher Hand nimmt das Kind die Gegenstände auf. Oder auch noch eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn sich Kinder zu irgendeiner Frage, die sie vielleicht gestellt haben, melden. Da sieht man dann auch, wer linkshändig und wer rechtshändig ist. Also Sie sehen, es gibt im Alltag viele ganz einfache, schnelle Möglichkeiten, das einmal zu testen. Hier haben wir ein weiteres Beispiel, wie man die Mal- und Schreibhand testen kann. Das ist zum Beispiel aus dem Fit für den Schulbeginn Übungsheft. Und die Aufgabenstellung läuft eigentlich so ab, dass bei der ersten Aufgabe oben zum Beispiel die Linienschar nachgespurt wird.
Das Kind kann hier die Mal- und Schreibhand also völlig selbst wählen, frei entscheiden. Die Bögen sollen zuerst entlang der Punkte und danach frei nachgezogen werden. Bei der zweiten Position im mittleren Feld, da zeichnet das Kind abwechselnd einmal mit der linken und einmal mit der rechten Hand die Bögen nach. Die Bögen links werden natürlich mit der linken Hand und die rechts mit der rechten Hand nachgezogen. Und auch hier werden schon dann Unterschiede klar sichtbar. Ja, und unten im dritten Bereich, im unteren Feld, wird mit beiden Händen gleichzeitig gemalt. Hier müssen Sie allerdings das Blatt erst ein bisschen fixieren, um eine saubere, ordentliche Ausführung zu gewährleisten. Also am besten mit Klebestreifen auf dem Tisch ankleben, damit wirklich das Blatt fest liegt. Und dann sollen die Kinder mit beiden Händen die Linien nachzeichnen. Und hier wird es dann in der Regel ganz deutlich. Man sieht dann sehr, sehr, welche Seite dem Kind mehr liegt. Also ich sage mal, die schwächere Seite, die sieht dann eher krakelig und vielleicht auch fehlerhaft aus. Und auf der anderen Seite sieht es dann wirklich besser aus. Ist dann schon klar erkennbar. Und wir haben ja hier auch ein Arbeitsblatt, was schon ausgefüllt wurde von unserer kleinen Ella. Sie war uns hier mal behilflich und sie hat es schon mal bearbeitet. Und hier kann man dann ganz eindeutig sehen, welche Seite die Mal- und Schreibhand wahrscheinlich sein wird. Wahrscheinlich wird die kleine Ella mal eine Linkshänderin werden. So, nochmal ein weiteres Beispiel zur Mal- und Schreibhand, wo man auch mal die Händigkeit schon sehen kann. Also im Bild 1 ist die rechte Seite zum Beispiel schwungvoller gemalt, was auf eine Rechtshändigkeit hindeutet. Im Bild 2 fällt die linke Seite schwungvoller aus, was ein Ausdruck von Linkshändigkeit sein wird, also ist. Und im Bild 3, da ist noch keine eindeutige Händigkeit erkennbar. Eine sichere Abklärung sollte hier, also im Zweifelsfall immer durch die Ermittlung der Händigkeit, durch zertifiziertes Fachpersonal im Rahmen der Ergotherapie erfolgen. So, ein weiteres Arbeitsblatt haben wir hier zum Thema Mal- und Schreibhand. Das ist die Bienen und die Blumen, das Arbeitsblatt. Hier geht es einfach um gemalte Notenblätter. Falls die Kinder das Lied noch nicht kennen, üben sie es besser zuerst einmal ein. Dann singen alle gemeinsam das Lied und die Kinder deuten dann begleitend zum Singen oder beim Singen auf die Bienen und die Blumen. Jede Silbe ist hier einem Bienchen bzw. einer Blume zugeordnet und die Zuordnung wird durch verschiedene Tonhöhen erleichtert. Also ich mache es Ihnen mal vor. Summ, 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 Bienchen summ herum. Auch das ist eine Möglichkeit und die macht den Kindern in der Regel auch immer viel Spaß. So, kommen wir nun zum Thema Auge- und Handkoordination. Bei der Auge-Hand-Koordination unterscheidet man hier in Synchron und Asynchron. Es gibt jedoch auch noch die Möglichkeit der Kreuzdominanz. Kreuzdominanz, ja, was heißt das eigentlich? Bei allen, die zwei intakte Augen haben, gibt es praktisch ein Auge, was bevorzugt verwendet wird. Das heißt, wir sehen hauptsächlich durch dieses Auge, während das andere Auge lediglich eine unterstützende Funktion hat. Welches Auge dominant ist, hängt dabei immer damit zusammen, ob die Person ein Rechts- oder ein Linkshänder ist. Allerdings ist das auch kein Muss, keine Pflicht. Es gibt eben auch Menschen, die Rechtshänder sind und ein linkes dominantes Auge haben, genauso wie es Linkshänder gibt, die ein rechtes dominantes Auge haben. Und diese Ausnahme nennt man Kreuzdominanz. Ich würde Sie bitten, jetzt mal abwechselnd hier ein Auge zu schließen und Ihren Seheindruck zu beobachten. Sie sehen ja hier unten im Bild ein kleines Mäuschen abgebildet und bewegt sich unser Mäuschen kaum von der Stelle, so ist dann Ihr Führungsauge geöffnet. So, die Auge-Hand-Koordination, also hier zeige ich Ihnen auch einmal zwei Beispielseiten aus unserem Übungsheft Graphomotorik 1.
Auf der Seite links sollen zum Beispiel Dreiecke nachgespurt werden. Es beginnt oben immer mit einer großformatigen Abbildung. Nach unten hin werden dann die Abbildung, die Dreiecke in dem Fall etwas kleiner. Und zu Beginn wird auch die Richtung durch einen Pfeil als Hilfestellung noch vorgegeben. Weiter unten werden dann die Abbildung eben, wie gesagt, kleiner und der Pfeil, die Hilfestellung, entfällt. Die Kinder sollten dann erfasst haben, wie sie nachspuren müssen. Auf der Seite rechts im Bild sind Bögen abgebildet und auf der ersten Seite sind auch hier wieder die Bögen noch groß gehalten. Der Pfeil oder auch die gestrichelte Linie dienen noch als Hilfestellung. Und auch in der zweiten Zeile gibt es noch durch die gestrichelte Linie und die Punkte eine kleine Hilfestellung. Aber ab Zeile 3 werden die Bögen dann noch kleiner und auch die Hilfestellung entfällt. Also die Kinder sollten dann schon in den ersten beiden Zeilen gelernt haben, wie sie nachzeichnen müssen. Sie sehen oben links jeweils auf den Seiten zwei Stifte, also auch hier die Piktogramme wieder, die Symbole ist so gehalten, die Symbolik ist eigentlich auch so gehalten, dass die Kinder, wie gesagt, mit diesen Symbolen doch arbeiten können und wissen, was sie hier tun müssen. So, hier haben wir ein weiteres schönes Beispiel, schönes Arbeitsblatt für die Auge-Hand-Koordination. Das stammt wieder aus dem kleinen Übungsheft für Deutsch Vorschule und hier geht es darum, dass die Kinder mit der richtigen Farbe ausmalen sollen. Die Farben sind links vorgegeben und in den unterschiedlichen Feldern rechts sind Symbole eingezeichnet. Und die Kinder müssen nun schauen, welches Symbol enthält das Feld, was sie gerade ausmalen möchten, und sich dann oben links orientieren, mit welcher Farbe dann dieses Feld ausgemalt werden soll. Also auch hier nicht nur Auge-Hand-Koordination, auch wieder eine kleine Verbindung zur Konzentration. Sie müssen sich hier schon konzentrieren. Ja, kommen wir nun zur Graphomotorik. Die Graphomotorik untergliedert sich ja in zwei Bereiche. Das ist einmal die Grobmotorik und die Feinmotorik. Die Grobmotorik, das können zum Beispiel Übungen sein wie Seilspringen oder das Jonglieren trainieren. Früher machte man das Jonglieren mit dem Ei auf dem Löffel. Das ist heute sicher weniger populär bei den Kindern, aber eine gute Trainingsmöglichkeit zu empfehlen ist hier natürlich ein Plastikei, kein Hühnerei. Aber versuchen Sie es einfach mal, das macht den Kindern Spaß und wie gesagt, trainiert eben die Grobmotorik. Bei der Feinmotorik gibt es ebenfalls eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten, aber sehr effektiv ist hier der Pinzettengriff. Das ist also etwas aufheben oder etwas auffädeln, denn das ist eine wichtige Voraussetzung dann für die Schreibhaltung. Oft verwendet werden aber eben auch, wie gesagt, schon das Perlenauffädeln, das Kneten, das Puzzeln oder auch mit der Schere etwas ausschneiden. Also letzteres ist für viele Kinder noch sehr schwierig, zieht sich rein bis ins Grundschulalter. Das ist wirklich eine Übungssache. Man sollte es den Kindern immer mal anbieten, dass sie auch mal mit einer Schere etwas ausschneiden. So, hier zeige ich Ihnen mal zwei Beispiele. Es geht hier um das Arbeitsblatt, das Nachspuren. Die Kinder sollen dabei auf die Formgenauigkeit achten. Das heißt, bei der Linienführung auch in den Begrenzungen bleiben und die Begrenzungen einhalten, sowie eben auch kleinere und größere Formen differenzieren lernen. Das fällt vielen Kindern sehr schwer. Man soll hier wirklich erstmal mit größeren Abbildungen beginnen, ehe man dann zu kleineren Abbildungen übergeht. Rechts auf dem Bild hat uns wieder die kleine Ella mal schon geholfen und hat es für uns ausgearbeitet. Und ich finde, sie hat das schon recht gut gemacht, ist also wirklich gut in den Begrenzungen geblieben. Vielen Kindern gelingt das leider noch nicht. Aber es ist eine Trainingssache. Wenn man den Kindern hier immer wieder Möglichkeiten anbietet, gelingt es dann auch sehr schnell. So, auch ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, ist dieses Arbeitsblatt. Es stammt aus dem Übungsheft Max Murmel. Und Sie sehen hier auch gleich diese Leitfigur links. Das ist das Murmeltier. Es ist für die Kinder in diesem Alter sehr, sehr wichtig, dass sie eine solche Figur haben, an der sie sich etwas orientieren können, die sie begleitet. In den ersten Reihen zum Beispiel oben finden die Kinder Punkte, die miteinander verbunden wurden. Also ein Muster ist schon vorgegeben.
Und in der zweiten Reihe darunter sollen die Kinder nun dieses Muster exakt nachzeichnen. Also auch hier ist gleichzeitig die Auge-Hand-Koordination, die Grafomotorik, die Konzentration angesprochen. Also ich darf Ihnen sagen, dieses Arbeitsblatt ist für die Kinder auch nicht so einfach, erfordert etwas Übung. So, kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Punkt, das ist die Stiftführung. Im Arbeitsblatt links geht es dabei um Reihen, bei denen jede Reihe eigentlich anders bearbeitet werden soll. In der ersten Reihe, hier soll der Schreibdruck leicht sein, wie bei einer Feder. Ich glaube, bei diesem Arbeitsblatt ist es auch sinnvoll, dass man den Kindern die Aufgabe vorliest und sie ein bisschen erläutert, damit sie wissen, was hier zu tun ist. Wichtig ist dabei, dass die Kinder den Schreibdruck erleben, um für sich herauszufinden, was für sie passend ist. Was aber auch mit angesprochen wird, ist die Schreibgeschwindigkeit, die sich bei jedem anders zeigt und die auch trainiert werden muss. Das Arbeitsblatt auf der rechten Seite zeigt nochmal das Nachspuren zum einen, trainiert aber auch das Üben und übt auch diese nominierte Schreibrichtung von links nach rechts. Ja, zur Grafomotorik gehört natürlich auch das Reihemalen. Bis man an diesem Bereich angelangt ist, hat man sicherlich schon viele andere Bereiche und viele andere Übungen ausgetestet und gefestigt. Das erfordert einfach auch das freie Malen. Nun sollte das Kind aber beim freien Malen auch in der Lage sein, frei, wie gesagt, frei zu malen, also gelernte Formen ohne Vorgaben, also gestrichelte Linien und Punkte, wiederzugeben. Das fördert auch das Formgedächtnis. Auch hier sprechen wir wieder eine andere Facette der Vorläuferleistung mit an. Sie müssen sich also erinnern. Auch dafür gibt es in unseren Übungsheften Seiten, wie hier eben links im Bild aus dem Max-Murmel-Heft. Das für viele Kinder ist dieses freie Malen trotz einiger Vorübungen recht schwierig, mal eine gerade, waagerechte oder senkrechte Linie zu zeichnen. Auf der rechten Seite sehen wir dann mal Beispiele, wie es dann bestenfalls aussehen sollte. Auch hier war uns wieder die kleine sechsjährige Ella behilflich. Das sieht für uns sehr leicht aus, für die Kinder ist das aber schon eine kleine Herausforderung. Hier haben wir noch ein weiteres Beispiel, auf denen die Bilder zum Beispiel ergänzt werden sollen, mal eine andere Form. Die Gegenstände sind einmal komplett abgebildet, oben links, und sollen nun auf drei weiteren Abbildungen dann jeweils an den verschiedenen Stellen mit verschiedenen Formen ergänzt werden. Auch hier wird wieder die Auge-Hand-Koordination mit angesprochen. Und diese beiden Seiten stammen aus dem kleinen Übungsheft für Mathematik. Jetzt haben wir Ihnen eine Vielzahl von Ausführungen und Informationen weitergegeben. Ich hoffe, dass es Ihnen viele Inspirationen auch gegeben hat, was man bei den Vorläuferleistungen alles nutzen und einsetzen kann. Wir kommen nun zu einigen Materialien aus dem Mildenberger Programm, die wir ja heute auch schon zum Teil benannt und angesprochen haben. Ich möchte sie Ihnen aber noch mal kurz vorstellen. Wir haben zum Beispiel das Übungsheft mit Max Murmel durch das Vorschuljahr. Das ist ein Übungsheft im A4-Format. Das enthält 80 Seiten. Das ist eine Kombination aus verschiedensten Vorläuferleistungen. Und ganz wichtig, im vorderen Teil des Heftes finden Sie einen Beobachtungsbogen, auf dem dokumentiert werden kann, wie die Kinder die Seiten ausgeführt haben. Vielleicht, es wird daraus erkennbar schon, ob noch Defizite da sind oder ob irgendetwas besonders gut gelungen ist. Das lässt sich aus dem Beobachtungsbogen dann gut rauslesen, den man natürlich dann auch für ein Elterngespräch mitnutzen kann. Oder wenn es die Kindergärten einsetzen, dann natürlich auch für die Lehrer der Schule einen Einblick gibt, wie die Kinder stehen, wo sie stehen, was eventuell noch getan werden muss. Sie sehen hier noch den QR-Code mit eingeblendet. Wenn Sie den einscannen, kommen Sie dann also auch zu unserer Homepage, zu den Materialien. So, wie schon gesagt, Max Murmel beinhaltet dann auch noch weitere Materialien. Auch schon heute benannt sind die drei Vorschulblöcke. Die Vorschulblöcke enthalten
auch ca. 80 Seiten. Das ist mal ein Material, was man ganz schnell einsetzen kann. Format ist hier 17 mal 24, wo man also Kindern, die vielleicht etwas tun wollen oder die noch ein bisschen beschäftigt werden müssen, schnell mal eine Seite anbieten kann. Und auch hier hat man verschiedenste Themen. Also der Block 1 enthält auch verschiedene Vorläuferleistungen. Der Block 2 geht dann eher in die Richtung Konzentration und Wahrnehmung. Und im Block 3 haben Sie dann Themen zum Rätseln und Knobeln. Wie gesagt, 80 Seiten. Und bei den Vorschulblöcken ist es auch so, dass Sie am Ende nochmal Lösungsseiten vorfinden. So, ganz wichtig auch Sprache. Wir hatten es ja heute schon mit benannt. Sprache, Sprachvermögen, Sprachbewusstsein. Dazu gibt es das Max-Mobile-Poster, Entschuldigung. Das wäre im Format DIN A1, also letztlich auch gut für die Ausgestaltung des Gruppenraums nutzen. Es sollte auch vielleicht im Gruppenraum verbleiben, dass die Kinder immer wieder mal die Möglichkeit haben, darauf zu schauen und sich vor das Poster zu stellen, vielleicht mal darüber zu sprechen, auch mal im Zweiergespräch. Da bietet sich das auch an. Es ist also hier ein Wimmelbild mit ganz, ganz vielen Sprechanlässen zum Thema Spielplatz. Sie sehen es schon, es gibt hier ganz, ganz vieles, was man dazu berichten kann und worüber man erzählen kann. Und auf der Rückseite ist dann nochmal die Dokumentation des Lernfortschrittes. Das kann ich schon. Also auch eine Variante, um zum Beispiel auch die Sprache etwas zu fokussieren. Ja, wie Herr Spiel heute schon angesprochen hat, haben wir hier die Max-Murmel-Vorschulkiste für Mathematik. Da haben Sie zum Beispiel 41 Spielideen enthalten. Das klingt jetzt wahnsinnig viel. Es sind aber kleine, kurze Spiele, also so 10-Minuten-Spiele. Das überfordert die Kinder auch nicht. Das liegt ja, wie gesagt, auch so ein bisschen im Konzentrationsfenster, nenne ich es jetzt mal, was die Kinder im Vorschulbereich haben, wo man sagen kann, sie können hier also jetzt mal ein kleines Spiel zur Mengenerfassung trainieren. Also Mengenerfassung trainieren ist ganz wichtig, damit die Kinder nicht irgendwann mit einer Rechenschwäche diagnostiziert werden, die eigentlich keine richtige Rechenschwäche ist, sondern eigentlich nur das Training der Menge ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also hier, wie gesagt, 41 Spielideen und Sie haben hier, auch wenn Eltern dieses Spiel nutzen möchten, ein schönes Anleitungsheft beiliegen, was Ihnen aufzeigt, welche Varianten Sie hier nutzen können. Es sind Spielekarten, es sind Steckwürfelkarten etc. alles enthalten. Also ein Spiel, wo man die Menge noch mal ein bisschen trainieren kann. So, seit diesem Jahr im Sortiment ist auch die Vorschulkiste für Deutsch. Also auch hier werden die Vorläuferleistungen für den ganzen Deutschbereich nochmal trainiert. Sie haben also Buchstaben, Karten, Buchstaben, Formen mit drin enthalten und auch viele, viele Übungen. Also es sind insgesamt 48 Übungen und 14 Spiele, die Sie aus dieser Spielekiste entnehmen können und nochmal den Deutschbereich etwas trainieren können. Na, also Sie sehen zum Beispiel hier oben eingeblendet das Mädchen, was die Augen verbunden hat und sie fühlt jetzt die Buchstaben. Na, also solche Übungen, solche kleine, kurze, simple, einfache Übungen sind hier enthalten. So, auch schon heute ab und zu angesprochen wurden diese beiden Übungshefte im DIN A4-Format. Das ist einmal das kleine Übungsheft Deutsch und das kleine Übungsheft für Mathematik. Das sind Übungshefte mit ca. 48 bis 52 Seiten. Das variiert von Heft zu Heft. Und, Entschuldigung, und man kann also hier den Deutschbereich ein bisschen intensiver trainieren, aber auch den Mathematikbereich. So, drei weitere Übungshefte, die relativ neu im Sortiment sind, sind diese drei Graphomotorik-Hefte. Auch hier wieder A4-Format. Sticker und Lösungsseiten sind in vielen unserer Übungshefte mit enthalten. Und im Heft 1 zum Beispiel haben Sie Linien, Dreiecke, Vierecke, solche Dinge mit enthalten. Im Heft 2 sind es dann schon Bogen, Schleifen, Wellen, Spiralen, was also auch schon wieder Richtung Graphomotorik geht. Und im Heft 3 sind dann Buchstaben und Zahlen und ihre Formelemente. Das ist ein Heft, was zum Beispiel auch für Kinder in der ersten Klasse noch zu empfehlen ist, die doch damit noch Defizite haben. So, wahrscheinlich dem einen oder anderen schon bekannt ist das Heft Fit für den Schulbeginn. Das ist ein Übungsheft, auch im A4-Format, was man so für das letzte Kindergartenjahr nutzen kann, was auch einen Schuleingangstest enthält, also auch den Förderbedarf nochmal ermittelt
Und dieses Heft ist auch digital erhältlich. Also wer jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht mehr in Papierform, ich habe meine ganze Bibliothek in digitaler Art und Weise aufgebaut, das ist hier auch möglich, dass man dieses Material digital anschaffen kann. So, fit für den Schulbeginn das Übungsheft. Das ist auch ein neues Material, was also im Zuge unserer Neubearbeitung der ABC der Tiere-Reihe gekommen ist. Das ist ein Übungsheft, was man für das Kindergartenjahr, aber auch für die Grundschule nutzen kann. Stickerbogen zur Belohnung ausschneiden und ein Würfelspiel am Ende zum Ausklappen. Das Format ist hier 19x26 und das Heft enthält insgesamt 64 Seiten und trainiert auch eine Vielzahl von Vorläuferleistungen. Also zum Beispiel, wir haben es hier unten mal kurz aufgelistet, Sprechen und Sprachbewusstsein, visuelle Wahrnehmung, die Graphomotorik natürlich, das mathematische Verständnis, das logische Denken und Ausdauer und Konzentration. So, zu der Reihe Fit für den Schulbeginn haben wir auch noch ein Erzählposter, also Erzählposter auf 8 Postern insgesamt. Da sind verschiedenste Erzählanlässe enthalten. Und diese Poster alle haben das Format von DIN A2. Also auch hier wieder etwas für das Sprachbewusstsein, für das Sprachverständnis. Bildkarten zur Sprache haben wir ja auch rechts oben im Bild abgebildet. Da haben Sie also auf über 100 Karten, 160 Karten Sprechimpulse, was Sie dem Kind anbieten können im DIN A5-Format. Und hier kann man also auch ganz, ganz viel zum Thema Sprache nochmal trainieren. So, für den Lehrer nochmal diesen Ordner, das sind die Praxisimpulse. Das ist eine Materialsammlung mit Schuleingangstest und Beobachtungsbogen. Ganz, ganz viele handlungsorientierte Dinge finden sich darin und eben alles Richtung Training der Vorläuferleistungen. Das ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich, zum einen als Ringbuch, als Ordner im DIN A4-Format mit ca. 160 Seiten oder auch hier das digitale Produkt. Das können Sie dann im Prinzip auch in Ihre zum Beispiel Medienverwaltung, wenn Sie so etwas angelegt haben, bei uns einstellen und können das dann also nutzen oder auch das Schulregal anlegen und der Schule den Lehrern zur Verfügung stellen. So, nicht zu vergessen unsere Schreibbox. Das ist nochmal ein Material. Wir haben ja auch ein paar Seiten mal abgebildet, was auch ganz intensiv nochmal fördert, wo man auch verschiedenste Bereiche enthalten hat, verschiedenste Niveaustufen, wo man also wirklich schauen kann, wo steht das Kind, was kann ich dem Kind anbieten. Das ist auch erhältlich in verschiedenen verbundenen Schriften. Also wir haben es natürlich in der Druckschrift erhältlich, aber auch in der lateinischen Ausgangsschrift, in der Schulausgangsschrift, die wir ja hier sehr oft haben, und in der vereinfachten Ausgangsschrift. Und wichtig ist es für Sie auch zu wissen, dass dieses Produkt auch zum einen als Printprodukt, wie wir sagen, also im Ringbuch zu erhalten ist. Sie sehen schon 434 Seiten, das ist sehr viel Material. Sie haben da also auch die Möglichkeiten der Auswahl. Aber Sie können auch dieses Produkt als digitales Produkt erhalten. So, damit wären wir eigentlich am Ende unseres Seminars. Falls Sie noch Fragen haben, dann bitten wir Sie, diese Fragen zu stellen. Sie sehen hier auch unsere E-Mail-Adressen, die Adresse von Herrn Spiel als auch von mir mit drin. Dann können Sie uns das auch gerne per E-Mail schicken. Es ist natürlich verständlich, dass man in dem Moment meistens erstmal alles setzen lassen muss, wie man so schön sagt, und dass dann Fragen vielleicht im Nachhinein auftauchen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns diese Fragen stellen würden, aber auch wenn Sie vielleicht Wünsche und Anregungen für uns haben, sind wir immer sehr, sehr offen. Und dankbar, wenn wir diese Anregung von Ihnen bekommen. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute für Sie. Bis dahin. Tschüss.